Noch am Essen. Lebkuchen. Ja, herzlich willkommen zur Folge Fallout 76. Ganz kurz. Wir werden an einem anderen Ort sein, bevor wir starten, als wo wir aufgehört haben, weil ich voll Profi nämlich eine Folge aufgenommen habe ohne Mikrofon, beziehungsweise das Mikrofon war aus und ich habe es nicht mitbekommen. Die Liga jetzt erst grüßen. Ja. Ja, das ist übrigens mein Hauptcharakter, mein erster. Jetzt ist Level 31. Heute spiele ich kaum noch, weil ich auf Eskimo warte, der wieder mal nicht kann wegen zeittechnischen Gründen. Man muss ja auch arbeiten und sonstiges. Das ist alles ein bisschen nicht so geil. Und ja. Und so machen wir noch ein, zwei Folgen ohne ihn. Kaula, worauf geierst du schon wieder? Willst du auch Lebkuchen? Bist aber ein Kater, du kriegst keinen Lebkuchen. Ist nicht gesund für dich. Du musst gar nicht geiern und so. So süß gucken läuft bei mir nicht. Und wenn du noch so weiches Fell hast. Mal gucken, was wir heute ein bisschen hier machen, wa? Was? Ich bin in guter Stimmung. Ja, na, Lags. Alter. Alter. Ach geil, wir sind überladen. Lemko, Mac and Cheese. Können wir sich mal reinklappen. Und ein aufbereitetes Wasser, würde ich sagen. Wir sind trotzdem noch überladen. Die Spieler, dass wir in Ruhe looten können. Ne, sehr schön. Aber ist alles leer. Ja, geil. Lol. Okay. Kronkorken, hohe Flasche, sehr schön. Bauplan Mülleimer. Nice. Was verbrannte Buch, das ist ja nur. Genau wie die technischen Daten. Hat einen Wert, aber auch Gewicht. Also lohnt sich gar nicht, Digga. Ja, moin. Ja, moin. Wie Kakerlake sich einfach durchgebackt hat. Ich denke, ihr macht die ganze Zeit Updates. Ich hab doch letzte Aufnahme oder vor, davor ja, gab's doch erst Serverwartung, ich denke. Die Arme dran. Drei Sets mit je 12 Wiederholungen. Also gut. Kurz Hantel Curls für den Bizeps, Trizepsstrecker und Rückenstrecker. Bisschen blöd, dass es kaum richtige Geräte gibt. Egal. Kopf hoch. Nur noch 8 Luxussärge mehr, um das Sollen Backwoods zu erfüllen. Ich meine, Flatwoods. Wird nicht einfach, wenn man die finanzielle Lage hier betrachtet. Ich sollte sie einfach an unsere chinesischen Freunde erinnern. Dann würde ich innerhalb von 2 Wochen im Flieger zurück nach Ipswich sitzen. Dann wird es wohl Bank drücken heute. Schon wieder. Ach ja. Aber ich möchte auch gleich schon mal sagen, auch für die Zukunft. Tipps und so ist ja alles schön und gut in den Kommentaren. Wenn mal irgendwann welche geschrieben werden. Aber
Ja, nicht spoilern, also geht da hin, um das zu bekommen, dann mach dies, mach das und nee, Digga. Das will ich schon selber erkunden und entdecken, es wäre halt sehr angenehm. Gerade bei so Fallout und so. Oder aus zumindest storylastigen Spiele. Oh Mann, es geht mir auf den Sack, dass ich überladen bin. Ich will auch nicht wieder ganz da hinten hinlaufen. Das ist das. Ich habe Ach auf ja, den geh Knopf mal. gedrückt. Ich glaube, es nimmt auf. Ruhe. Hallo? Hallo, hallo. Es sollte funktionieren. Ich hasse diese Dinger. Ich bin Willie May. Man hat mich gebeten, aus pädagogischen Zwecken etwas über mein Leben seit dem Fall der Bomben zu erzählen. Für die Kinder, die noch geboren werden. Eine gute Sache. Eigentlich wollte ich mein Alter damit verbringen, fernzusehen und auf meine Enkel aufzupassen. Aber es kam ganz anders. Ich bin so froh, dass sie es alle rechtzeitig in den Ward geschafft haben. Als ich davon geträumt habe, wusste ich, dass meine Gebete erhört wurden. Was sagst du? Mein Ehemann Frank hat früher in den Minen gearbeitet. Oha! So ein Gerät habe ich seit 10 Jahren nicht mehr benutzt. Lessa meinte, sie hat meine erste Aufnahme verloren. Schade. Also, mein Name ist Colonel. Die Bomben fielen, als ich noch ein Kind war. Mein Vater ist im Krieg gestorben. Alles ganz normal, also. Ich schätze, meine Geschichte ist nicht besonders spannend. Dasha hat mich gefunden, als ich 13 war oder so. Sie brachte mich zu den Respondern, die mir alles beigebracht haben. Und so wurde ich ein Freiwilliger. Es war toll. Seit 5 Jahren bin ich nun selbst ein Responder. Ich helfe Kindern, die ihre Familie verloren haben. Bringe sie in Sicherheit, bilde sie aus und bin wie ein großer Bruder für sie. Aber wir finden jedes Jahr immer weniger neue Leute. Da draußen steht es nicht zum Besten. Selbst Nahrung und Wasser zu finden, ist immer schwerer. Und die Bruderschaft? Nun ja. Wir dachten, dass es mit ihnen anders laufen würde. Alles anders laufen würde. Wie dem auch sei, in 10 Jahren bittet mich Dasha vielleicht wieder eine dieser Geschichten aufzugeben. Bis dann. Peace, Appalachia. Ja, hier zu überleben ist nicht immer einfach. Nice, wenn wir eine Munition. Ach krass, man kann jetzt gar nicht mehr laufen, oder was? Was? WTF? Okay, das ist schon mies, dass sie das jetzt so hinzugefügt haben. Och Leute, ist nicht euer Ernst. Ah. Also müssen wir doch zum Camp. Yeah. Ich krieg einen Kackreiz. Oh, erstmal ein paar Fancy Lady Kuchen. Oh Gott, das ist doch jetzt nicht wahr. Kann auch erst mit dem letzten Update dazu. Super nervig.
Och man. Kann das nur so schneller laufen? Da kommt mir das nur so vor. Keine Ahnung. So geht's abfuck. Ja, zumindest ein paar Gegner, dann würde ich zumindest die Wurfmesser loswerden. Oh, das ist doch ein Traum. Ach ja, und bei euch so, alles gut. Seid ihr relativ gut ins neue Jahr gekommen. Ich hab auch gerade gar keinen Durst oder Hunger, ne? Das ist furchtbar. Durch Essen und Trinken tut man ja momentan auch ein bisschen das Gewicht reduzieren. Oh, ich sehe Loot. Oh nein. Ah! Geil, noch mehr Gewicht. Ein Eitersack, na lecker. Ach, das ist doch lästig. Yeah. Will ich auch zumindest ein paar Gegner sein. Was? Oh. Glaube ich dich nicht. Kann sagen, Digga. Hä? Ja moin, sie haben Updates gemacht, ja nee, ist klar. Toll, ich krieg ja die Wurfmesser zurück. Normalerweise kriegt man die eigentlich nicht zurück. Da zum Beispiel sehr schön. Puh.
Ja, Mr. Farmhand. Komm ran hier. Ja, komm. Digga, du sollst deinen Arsch hierher bewegen. Ja moin, da weicht einfach mein Wurfmesser aus. Spasti. Nur noch zwei. Oh, ich krieg gleich einen Karappel. Hunger, Durst haben wir noch nicht. Yeah. Und ich habe den Timer nicht aktiviert. Oh nein, ich weiß jetzt nicht, wie lange wir aufnehmen. Miese. Oh, was? Die Backen! Ich wollte gerade was auf mein Handy gucken. Mai. Toll, King Wurfmesser zurück. Ja gut, ich nehme jetzt noch 5 Minuten auf, weil dann habe ich glaube ich fast eine halbe Stunde fertig. Und dann sollten wir eigentlich. Ja. Ist ja nicht viel passiert dann. Ach Gott, lauf! Hallo? Ja, wahrscheinlich! Verbindung zum Server getrennt. Was ist das denn jetzt, Alter? Och, Junge, Fallout, was macht ihr für eine Scheiße? Oh, Digga, das ist nicht euer Ernst. Meine Güte, was ist das für eine Kacke, Junge? Ohne Witz. Für sowas krieg ich zu viel immer. Oh, was baue ich jetzt? Oh! Danke, Fallout. Alles klar. Digga, können wir gleich wieder Server wechseln?
Zack. Oh. Und das auch erledigt. Oh. Oh, Digga, kann er mal weg da uns. Hey, wo ist unser Leader? Hä? Warum haben wir die wieder ausgezogen? Und er geht nach Flatwoods, also müssen wir Server wechseln. Geil. So, ich würde sagen, das war es erstmal für die Folge. Eben hinten das Zeug weggebracht, dann gehen wir gleich nach Flatwoods und looten dann, wo ich muss jetzt eben Server wechseln, weil hier ja wieder Spieler unterwegs sind. Obwohl, nee, das da angegangen. Ja gut, dann gehen wir noch nach Flatwoods, aber wir beenden trotzdem diese Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao mit V. Lasst ein Like da, abonniert den Scheiß und teilen bitte nicht vergessen, damit wir ein bisschen Reichweite bekommen. Haut rein.